ersten Teil über die Essigelchen haben wir uns in der Hauptsache mit der Anatomie und Zucht dieser winzigen Nematoden beschäftigt, aber eben auch mit der Historie der Elchen in der Aquaristik. Hier im zweiten Teil komme ich zur Wertigkeit der Essigelchen als Futtertiere und versuche zu erläutern, wie sich hanebüchende Falschaussagen jahrzehntelang unausrottbar in vielen Köpfen festfressen konnten. Unwillkürlich stellt sich da die Frage, ist es der Fachhandel, der hier eventuell eine Mitschuld trägt? Nun, ich versuche das im nachfolgenden Video zu klären. Viel Spaß und dranbleiben! In diesem zweiten Teil komme ich zur Wertigkeit der Essigelchen als Futtertiere. Leider werden im Internet die Futtertiere für Vivarienbewohner allzu oft in gut oder schlecht eingeordnet. Besonders die Würmchen werden in der Regel ganz pauschal als ungeeignet erklärt. Und so sind auch die Essigelchen in Sachen Jungfischfutter mehrheitlich negativ belegt. Neben grundsätzlicher Ablehnung wird meist ein angeblich zu hoher Fettgehalt als nachteilig beschrieben, gelegentlich auch ein zu hoher Eiweißgehalt. Auch Begriffe wie Fettleber werden in den Ring geworfen. Allen Aussagen gemein ist eine fehlende wissenschaftliche Quellenangabe der Analyseverfahren. Ohne solch einen abgesicherten Nachweis hilft es dann auch nicht, wenn pseudowissenschaftlich aufgemotzte Seiten eine genaue Auflistung der Inhaltsstoffe als Argumentation ins Feld führen. Denn auch die fallen im Netz komplett unterschiedlich aus und sind somit wertlos. Hier als Beispiel zwei prominente Seiten, auf der der Fettgehalt schlichtweg um mehr als 100%, der Eiweißgehalt um 50% abweicht. Dass viele der Schreiber uns die Info schuldig bleiben, ob diese Werte aus der Trocken- oder Feuchtsubstanz ermittelt wurden, wundert dann auch nicht mehr. Um es kurz zu machen, es schreibt ein jeder vom anderen ab und wer solche pauschalen Aussagen kritisch hinterfragt, erntet nicht selten einen üblen Shitstorm. Natürlich fragt man sich, wie kommt es zu solch einer Entwicklung? Nun, die Basis hierfür hat meines Erachtens der Handel gelegt. Vor vielen Jahrzehnten wurden auf der Interzoo, das ist eine Messe rund um Heimtiere, zu der nur Händler zugelassen sind, mehr und mehr die Dauereier der Salzkrebschen beworben. Und recht offen wurden den Fachhändlern Argumente fürs Kundengespräch an die Hand gegeben. So kam eine geschickt lancierte Entwicklung in Gang, der zufolge im Fachhandel keinerlei Interesse bestand, dass sich die Aquarianer ihr Futter selbst herstellen, respektive es züchten. Der Rest ist Geschichte und Realität zugleich. Der Handel mit Artemia-Eiern und all den Zusatzprodukten für deren Erbrütung wurde mit Macht so weit ausgebaut, dass er heute für Produzenten, Groß- und Einzelhandel ein Millionenumsatzgeschäft ist. Dies sollte man wissen, bevor man einem leichtfertig dahingeworfenen Argument, die Elchen seien ungeeignet, allzu viel Glauben schenkt. Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Das Missverständnis beruht bei den Essigelchen und anderen Nematoden in der Hauptsache auf der etwas schlechteren Verwertbarkeit. Das liegt an ihrer Körperform und den äußeren Hautschichten. Der Form halber passieren sie den Darmtrakt der Fische nämlich wesentlich schneller als zum Beispiel ein frisch geschlüpftes Salinenkrebschen. Das kann dazu führen, dass die Energiezufuhr durch die Würmchen geringer ist, man muss also öfter und mehr füttern. Der Grund hierfür liegt in ihrer Epidermis, die nicht aus zellulärem Material besteht und eine mehrlagige, sehr dicke und widerstandsfähige Cuticula absondert. Die einzelnen Schichten schützen die Würmchen vor extremen äußeren Einflüssen, wie hier vor dem Essig, und bestehen in der Hauptsache aus Kollagen, einem Eiweiß, und Lipiden, das sind Fette. Genau diese Stoffe sind es, die immer wieder als qualitätsmindernd benannt werden, weil angeblich zu viel, obwohl genau die meist nur schlecht oder gar nicht verdaut werden, also gar nicht im Übermaß an die Fische weitergegeben werden. Insofern ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Überversorgung mit Fett kaum möglich ist. Mehr noch. Aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung heraus kann ich sagen, ich hatte noch nie Probleme, selbst bei der alleinigen Verfütterung von Würmchen an Jungfische. Man darf eben auch nicht vergessen, dass die Elchen in der Aufzucht nur wenige Tage bis Wochen eine Rolle spielen. Allerdings macht es trotzdem Sinn, verschiedene Futtermittel in der Aufzucht zu kombinieren. Bei meinen bevorzugten Fischen, den Buntbarschen, verfüttere ich vom ersten Tag an zu den Würmchen meist Staubwein zerriebenes Trockenfutter.
Nach meinem Empfinden wachsen die Tiere so schneller heran als bei alleiniger Würmchenfütterung. Dies bestätigt auch eine umfangreiche wissenschaftliche Studie an Maränen, die alleine mit Essigelchen oder Salinenkrebsen herangezogen zwar keinen Schaden nahmen, aber im 50-50-Mix deutlich schneller aus dem kritischen Kleinstadium herauswuchsen. Mein Fazit ist deshalb, wie so oft im Leben, wenn es um Ernährung geht, der bunte Mix macht es. Die Essigelchen empfehlen sich wegen ihrer Winzigkeit absolut für vielerlei Jungfische, insbesondere dann, wenn sie in den ersten Tagen die Laubblieren der Salinenkrebschen oder Trockenfutter gar nicht bewältigen können. Unter dem Mikroskop können wir das beweisen. Die frisch geschlüpften Salinenkrebschen sind mit ihrer kompakten Körperform an der schmalsten Stelle so breit wie die einzelnen Striche auf diesem Lineal. Von den Essigelchen hingegen passen auf solch einen Strich sicherlich 10 bis 12 Stück. Und beachte, hier ist die Rede von ausgewachsenen Weibchen der Essigelchen. Da wir die Essigelchen als Aquarianer mit unseren Standardverfahren allerdings nicht weiter der Größe nach selektieren können, sind in jeder Portion, die wir verfüttern, auch die deutlich kleineren Larvenstadien reichlich enthalten. Insofern sind die Essigelchen nicht nur eine hochwertige Alternative oder Kombination zu den Salinenkrebschen, nein, als Ersatz oder Ergänzung für Rädertierchen und Co. sollte man sie unbedingt auch ernsthaft berücksichtigen. Im Gegensatz zu allen anderen Würmchen sinken sie nicht zu Boden, sondern schwimmen tagelang lebend im Freiwasser herum. Insofern eignen sie sich ganz besonders zur Aufzucht von Fischarten, die nicht streng bodenlebend sind. Und für mich haben alle Würmchen gemein, ihre Zucht ist einfach und billig. Erfreulicherweise nehme ich in den letzten Jahren mit Freude zur Kenntnis, dass sämtliche Würmchen, insbesondere auch bei den jüngeren Aquarianern, deutlich mehr Aufmerksamkeit erfahren. Hier tragen vor allem kleinere emsige Online-Händler bei, die in Sachen Würmchen viel bewegt haben. Letztlich muss natürlich ein jeder für sich entscheiden, ob er ständig die teuren Eier der Salinenkrebschen kaufen möchte oder nicht. Aber ich kann nur wärmstens empfehlen, die Essigelchen, die etwas in Vergessenheit geraten sind, durchaus in Erwägung zu ziehen und es mit der Zucht einfach mal zu probieren. Denn wer mag nicht ein wenig den Geldbeutel schonen, zumal wir als Aquarianer ja ausgewiesene Tüftler und Bastler sind. Übrigens, wer jetzt noch dran geblieben ist, beweist Durchhaltevermögen und deshalb an dieser Stelle meine Frage, wäre die Zucht der Essigelchen etwas für euch oder eher nicht? Und natürlich freue ich mich, wenn ihr eure Erfahrungen mit der Zucht in die Kommentare schreibt. Vielen Dank fürs Anschauen, bleibt abenteuerlustig und gesund, bis bald!